Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Folge, keine Ahnung, 50, 60. Ich habe mir eben kurz was gedacht. Und zwar beginnt ja auch bald Varo 3 für, also nicht für mich, aber für andere YouTuber, für 1000 andere YouTuber. Und ich habe mir gedacht, einfach mal das Texture-Pack zu holen und im Vanilla Minecraft in der 1.8 hier im Let's Play zu verwenden. Das ist das Fateful 32x32 Texture-Pack. Und ich würde auch mal sagen, mit denen spielen wir jetzt einfach. Ne? Sieht auch alles hier anders aus. Das ist halt genau das gleiche Texture-Pack, was in Varo benutzt wird. Und um den ein bisschen näher zu kommen, dem Varo 3, habe ich mir gedacht, benutzt doch das Texture-Pack auch. Macht ja nichts. So, man sieht, Musik ist wieder da. Musik, Musik, Musik. Und wir haben ja in den letzten Folgen Dungeons gefunden und all diesen Scheiß. Alter, was war da denn los? Mensch, ich glaub's ja gar nicht. Hier, Dungeon. Okay, ich würde sagen, wir farmen. Wir gehen ja jetzt runter nochmal, farmen nochmal hier. Oh, hier liegt ja noch ganz viel. Farmen hier auf jeden Fall nochmal. Bisschen rum und dann reicht das. Ja, wow, wir müssen diese Adern wegkriegen. Ich nehme die Ader hier einfach mal vollkommen auseinander. So, mit diesem Texture Pack werden wir jetzt nur noch arbeiten. Ja, keine Ahnung, damit das Minecraft mal so ein bisschen anders aussieht. Auflösung 32x32 Pixel, also warum denn nicht? Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Wenn nicht, dann nicht. Tut mir leid. Dann entschuldige ich mich. Gold? Gold ist interessant. Wir wollen ja auch Power Rails machen und dafür brauchen wir Gold. Da unten ist noch Granit, aber ich würde sagen, wir schlagen erstmal das Granit hier oben ab. Das ist, glaube ich, besser. So, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Fürs Erste, wir können ja erstmal wieder hochgehen, ne? Damit die Leute, die jetzt hier gerade nur schwarz sehen, auch mal was sehen. Können wir ja natürlich hier wieder hochgehen. Sag mal, wo ist jetzt... Hier oben, ja. Der Eingang, oder der Ausgang ist der Dungeon. So. Okay, dann würde ich mal sagen... Der Tunnel muss weitergebaut werden. Ob ich will oder nicht. Aber ich will. Ich lasse jetzt erstmal hier das ganze Wasser reinlaufen. So. Wir müssen dieses Holzschwert eigentlich mal loswerden. Das ist eins unserer ersten Equipments hier. Sozusagen. So. Hier haben wir natürlich das Problem wieder. Erstmal eine schöne Dusche hier am Morgen. Und fertig ist das. So, jetzt haben wir wieder hier eine normale gerade Ebene. Nur hier müssen wir jetzt austauschen. Ja. Könnte jetzt ein bisschen nass werden.
Oder doch nicht? Doch. Oder doch nicht? Oder doch? So. Na, Mensch. Kein Diorit. Was? Müssen wir Diorit von oben holen? Das geht doch nicht. Also, ich sag nochmal kurz was zum Thema Diamanten. Es tut mir leid, also für die Leute, die jetzt einschalten wegen den ganz vielen Diamanten. Ich habe am Anfang, als ich diese Map erstellt habe, habe ich einfach auf Zufallsgenerator geklickt und der hat dann hier halt Diamanten eingestellt. Das fand ich natürlich nicht so schön. Dass er die Diamanten so hoch eingestellt hat, das kann man ja einstellen. Die Diamanten kann man ganz hoch einstellen, dafür hat er Eisen ganz runtergestellt. Und es tut mir leid, aber wir müssen damit jetzt leben mit so vielen Diamanten. Wir haben jetzt einen großen Vorteil dadurch. Wir brauchen unbedingt, warte mal, wir stopfen das erstmal mit Sand. Erstmal mit Sand stopfen. So. Mittlere Ebene kommt dann noch. Schön, dass wir das Steinschwert jetzt losgeworden sind. Außerdem, oh, Alter, hier bekommt man nichts kaputt. So viel Sand wie hier ist. So. Tut mir leid, aber jetzt kann das Wasser hier auch erstmal wieder verschwinden. Ich glaube, hier hinter sind wir dann richtig sicher, außer da oben. Da oben kann auch Wasser reinkommen, aber sonst geht dann der Tunnel dann richtig weit jetzt. Dann kommen wir auch schneller voran. Ich höre ganz kurz Diorit. Ganz kurz. Ne? Hole ich Diorit. Machen wir denn Diorit? Ja, nix bringende Schallplatte. Jetzt überlappt sich das. Ach, Diorit ist ja im Lagerhaus, tut mir leid. Da vergesse ich wieder was. So, Diorit. Hoffentlich ist hier. Ja, geil. Fällt mir. Poliert ist besser als normal. So, upsa. Oh, erstmal wieder hier richtig anständig hinsetzen. Jetzt füllen wir noch diese Scheiß hier aus. Und jetzt kommt die hier. Nein, jetzt habe ich Granit genommen. Und die Fackel verhauen. So. Es ist immer noch so eine richtige Tropfsteinhöhle. Na, hoffentlich wird das hier noch. Ne? So, ich glaube, jetzt bin ich aber eigentlich ziemlich sicher, dass es jetzt weniger Wasser werden sollte. Nur noch an der Decke so ein paar Lags. Aber eigentlich sollte es jetzt weniger werden, hoffe ich doch. Das hoffe ich mal. So. Aber wie es heißt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und natürlich kommt wieder Wasser rein. Und nicht nur wenig. Ich bekomme hier einen richtigen Einschlag. Schwert brauche ich, glaube ich, jetzt nicht.
So, jetzt erstmal wieder rüber warten hier und gucken, was da jetzt hier kaputt ist. Fehlt uns einmal Granit, fehlt uns hier. Und dann Cobblestone. Und nochmal Granit. Nein, hier Granit. Hier unten nochmal Granit. So. Super. Schaufel haben wir natürlich nicht dabei. Weißt du was? Dann nehme ich das Schwert. Das muss jetzt auch weggehen. Hilft zwar nicht sehr viel, aber ich glaube, ich möchte das Schwert jetzt eigentlich mal loswerden. Das geht nur, wenn wir hier anständig arbeiten. So, wir werden uns also die nächsten Tage hier mit dem Tunnel beschäftigen. Ständig, bis er dann fertig ist.